Aktionstag zur Verkehrssicherheit. Das war am Mittwoch an der Frankenberger Edertalschule angesagt. Etwa 150 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 machten mit. Veranstalter war die Ortsverkehrswacht Frankenberg. Grund für den Aktionstag sind die vielen schweren Unfälle, an denen laut Statistik 20% der 18- bis 24-Jährigen beteiligt sind. Auf dem Gelände der Edertalschule waren 8 Stationen aufgebaut, die die Schüler durchlaufen konnten. Betreut wurden sie dabei von dem ehemaligen Polizeibeamten Ferdinand Hagenbach sowie 10 weiteren Betreuern der Verkehrswacht. An den Stationen konnten die Jugendlichen ihr Sehvermögen testen. 6% aller Verkehrsunfälle hängen mit falschem Sehen zusammen. Mit einer Rauschbrille, die einen Blutalkoholwert von 0,8 und 1,3 Promille simuliert, sind die Abiturienten über einen Parcours gelaufen und mit einem Simulator Motorrad gefahren. Weiter bestand die Möglichkeit, einen Gurtschlitten und einen Überschlagsimulator auszuprobieren. In dem Gurtschlitten breiten die Schüler mit 5 oder 10 Stundenkilometern frontal gegen einen Stopper. Mit dem Überschlagsimulator wurden die Abiturienten auf den Kopf gedreht. Danach zeigten die Betreuer der Verkehrswacht, wie man sich abstützt, den Gurt löst und aus dem Auto steigt, ohne sich zu verletzen. Anschnallen ist wichtig, weil man sonst bei einem Unfall aus dem Auto geschleudert werden kann. Vorträge über die Gefahren von Alkohol und Drogen rundeten den Aktionstag ab. Der Aktionstag findet seit etwa 10 Jahren an der Frankenberger Edertalschule statt.